Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Aus für Gratis-Tests im Oktober. Hunderte bei DJ Impfparty. Und Zoo Berlin vor der Pleite. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 10. August. In Berlin gibt es 380 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. Aus den Daten ergeben sich 2453 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz steht weiter auf Rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 40,7 Berliner neu infiziert. Im Trend ist der Inzidenzwert im Vergleich zu vor einer Woche um 38% gestiegen. Schnelltests gegen das Coronavirus dürften ab Mitte Oktober nicht mehr kostenfrei sein. Davon geht Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller aus. Demnach sei der 10. oder 11. Oktober ein wahrscheinlicher Umstellungstermin. Bis dahin habe laut Müller jetzt jeder 8 Wochen Zeit, sich zu impfen. Gratis bleiben sollen die Tests für Schwangere, Kinder und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Hintergrund ist der seit Dienstagmittag laufende Bund-Länder-Gipfel. Die Abschaffung der Gratistests ist in der Beschlussvorlage des Kanzleramts zum Gipfel enthalten. Verschärft werden soll zudem die Testpflicht. Zugang zu Gastronomie und Kulturereignissen sollen Ungeimpfte nur noch mit negativem Testergebnis erhalten. Beim Bereich Schule und Kitas will man künftig auf sogenannte Lolli-Tests setzen. Am Montagabend haben hunderte Menschen an der ersten langen Nacht des Impfens in der Arena in Treptow teilgenommen. Bei dem von Stadt- und Clubkommission organisierten Event wird montags, mittwochs und freitags nun ab 20 Uhr zu Live-Sets Berliner DJs geimpft. Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalajdzic treffe die Aktion den Puls der Stadt. Die Impfkampagne sei nun so weit, dass man gezielte Angebote brauche, um junge Menschen zum Impfen zu motivieren. Mit dem Ende der Sommerferien haben am Montag auch die Corona-Impfungen für Berliner Berufsschüler gestartet. Das niederschwellige Angebot soll es Jugendlichen leichter machen, sich für den Impfschutz zu entscheiden. Geimpft werden können alle Schüler über 16 Jahren, Jüngere benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Tageweise werden nun mobile Impfteams in die Berufsschulen in Berlin fahren. Der Zoo Berlin benötigt 16,5 Millionen Euro vom Land Berlin. Das geht aus Unterlagen der Finanzverwaltung hervor. Ansonsten sei die Liquidität des Zoos ernsthaft bedroht. Der Zoo wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Bei ausbleibenden Gästen fallen trotzdem dieselben Kosten für die Versorgung der Tiere und das Personal an. Der Zoo Berlin ist kein Landesunternehmen, sondern eine private Aktiengesellschaft, in der Berlin eine Aktie hält. Künftig müssen öffentliche Gebäude in Berlin, die neu gebaut werden, mit einem Solardach ausgestattet sein. Öffentliche Gebäude im Bestand müssen bis 2024 umgerüstet werden. Das ist Teil des vom Umweltausschuss neu beschlossenen Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Demnach sollen die Kohlenstoffdioxidemissionen Berlins bis zum Jahr 2030 um 70% und bis 2045 um 95% im Vergleich zu 1990 zurückgehen. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zum Streik auf. Schon am Dienstag ab 19 Uhr soll der Güterverkehr bestreikt werden. Danach folgt ein bundesweiter, 48 Stunden dauernder Streik im Personenverkehr. Bahnreisende müssen also ab Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Zuvor hatte GDL-Chef Klaus Weselski die Tarifverhandlungen als gescheitert erklärt. Die Deutsche Bahn habe den Lokführern viel zu wenig geboten. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Mittwoch wird klar und trocken, bei Tiefstemperaturen von um die 14 Grad.
Am Mittwoch ist der Himmel fast den ganzen Tag über bedeckt und die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Die zweite Wochenhälfte wird wieder hochsommerlich. Donnerstag bleibt der Himmel zwar größtenteils bedeckt, die Temperaturen steigen aber auf 28 Grad an. Auch am Freitag bleibt es überwiegend wolkig, bei aber dann schon bis zu 31 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.